Hallo und ich begrüße euch zum ersten Part von Let's Play Battlefield 3, dem wohl meistgehypten Spiel dieses Jahr. Und wir beginnen mit einer neuen Kampagne und das Ganze auf einfach, damit es da auch keine Schwierigkeiten gibt. Ich spiele das Game ja blind und hab's erst nur für 2 Minuten angespielt, also nur mal um so einen kleinen Einblick zu bekommen. Und wir starten mit der Mission Semper Fidelis. Los geht's. Electronic Arts. DICE. Battlefield 3. Und so startet dieses Spiel. Wir sind auf einem fahrenden Zug unterwegs. Und das erste, was ist, das Bild hängt. Aber das macht uns nichts aus. Wir drehen trotzdem dieses Fenster ein. Und nehmen die Waffe, die jetzt auf dem Boden liegt. Und schon sind wir mitten in der Action. Und müssen nun, oder eher, gehen nun noch diesen Zug, der voll mit Terroristen ist. Und da ist auch schon der nächste. Das sind auch nochmal welche. Aber die hindern uns nicht an unserem Weiterkommen. Eine Pumpgun, die die Tür versperrt. Ein Willkommensgeschenk für uns, würde ich mal sagen. Na, aber so nicht mit uns. Mit uns machst du sowas nicht. Arrivederci, mein Freund. Du bist ein Schwarzfahrer und gehörst hier nicht her. Und jetzt haben wir schon eine... Haben wir schon eine vollautomatische Waffe hier? Oh, warte. Das ist C4, verdammt normal. Wir sollten da besser mal weggehen. Springen. Ja, wären wir da jetzt noch drin gewesen. Aber das wird ja überhaupt nicht besser hier. Jetzt. Wir sollten wieder hochspringen. Springen. Oh. Ah, das fängt aber gut hier an. Mission gescheitert, du bist gestorben. Ha, das ist aber hier mal ein netter Einstieg, würde ich sagen. Ich glaube, ich hätte müssen mehrmals auf X bleiben. Ja, Leute, das ist wirklich hier blind. Denn sonst hätte ich wahrscheinlich gewusst, wie oder was man genau machen muss. Aber diese Szene hier kennen wir bereits. Der Schwarzhaare wird beseitigt. Zack, weg ist er. Und jetzt werden wir die Szene mit dem Springen, schätze ich mal, meistern. Zack, springen. Und da geht der Zug oder eher ein Zugabteil in die Luft. Aber jetzt auf ein neues. Ja, das sieht auch gut aus. Und oben sind wir. So schwierig ist das Ganze doch gar nicht. Und ich schätze mal, wir müssen uns irgendwann auch ducken. Ja, wir kriechen ihn besser mal. Oh oh. Wo kam denn der her? Ah, ich versuch. Ach, kann ich ja vielleicht auch einfach rennen? Oh, verdammt. Das mit dem Rennen war keine gute Idee. Na, Kumpel, was ist mit dir los? Ich hoffe mal, wir enden nicht genauso. Ja gut, die AKS-74U, die haben wir schon, die müssen wir nicht nochmal aufnehmen. Hallo meine Freunde. Ich begrüße euch mit vielen Kugeln. Den genauso. Ah, da sind ja nochmal welche hier, die haben sich ja ganz versteckt. Aber was mir ja gerade auffällt, oder eher was mir am Anfang aufgefallen ist, dass wir Handschellen um unser Handgelenk haben und das ist ja kein gutes Zeichen. Ich frage mich, warum das Ganze. Wenn ihr es nicht gesehen habt, könnt ihr gerne mal zum Anfang zurückspulen. Dann seht ihr sie auch. Und wer bist du? Ach, verdammt.
Ja, wir sind allein. Zumindest vermute ich es. Sie haben eine Trophäe verdient. Schnell Vorlauf. Und nun geht's weiter mit der Operation Swordbreaker. Mal gucken, was uns in dieser Mission erwartet. Aber ich muss sagen, da war ziemlich viel, das war schon ziemlich viel Action gerade. Das war wirklich ein rasanter Einstieg. Und mal gucken, ob es jetzt genauso rasant weitergeht.